you <music> Der Macho X2 ist raus, die Corsair H100i GTX dafür drin. Es ist nicht so, dass der Macho für den i5 6600K nicht ausgereicht hätte und eigentlich braucht man für diesen Prozessor auch nicht unbedingt eine Kompaktwasserkühlung, aber ich wollte das Ganze einfach mal ausprobieren und schauen, wo die Vor- und Nachteile liegen. Dabei geht es um die Kühlleistung in verschiedenen Situationen, die Lautstärke und, auch nicht ganz unwichtig, die Optik. Fangen wir in umgekehrter Reihenfolge an. Ich persönlich finde die H100i GTX optisch deutlich ansprechender und eleganter. Man hat halt keinen riesigen Kühlkörper auf der CPU, sondern lediglich die ziemlich kleine Pumpe. Das Corsair-Logo ist beleuchtet und zwar in einer Farbe eurer Wahl. Alternativ kann sich die Beleuchtung auch der aktuellen Temperatur anpassen, also zum Beispiel von blau für kalt bis hin zu rot für ziemlich warm. Weiterhin gefallen mir die schwarzgeslieften Schläuche sehr gut, vor allem da sie durch die rote Innenbeleuchtung etwas angestrahlt werden. Den 240mm Radiator und die beiden 120mm Lüfter sieht man in meinem Gehäuse zum Beispiel gar nicht. Kurzum, der Punkt Optik geht definitiv an die Kompaktwasserkühlung. Nun ja, die Optik ist natürlich nur zweit- oder hier eher drittrangig, wichtiger ist zum Beispiel die Lautstärke. Der Macho X2 war ehrlich gesagt unglaublich leise und somit eigentlich absolut nicht wahrnehmbar. Im Idle hat man nichts gehört und auch bei den alltäglich anspruchsvolleren Dingen war die Grafikkarte im Grunde immer ein Stück lauter. Bei der Lautstärke der Corsair H100i GTX müssen wir zwischen der Pumpe und den beiden Lüftern unterscheiden. Die Pumpe kann eigentlich immer im Quiet-Mode laufen und ist dann auch kaum wahrzunehmen. Im Performance-Modus hört man sie ein bisschen heraus, aber wie gesagt, Quiet reicht vollkommen aus und ist super leise. Die standardmäßigen Lüfter hingegen sind nur mittelmäßig, denn drehen sie etwas schneller, werden sie verdammt laut, drehen sie langsamer, treten Lagergeräusche auf, hört sich also etwas so an, als würden die Lüfter nicht ganz rund laufen. Standardmäßig drehen sie auch meistens viel zu hoch und verursachen dementsprechend Lärm. Daher habe ich mir eine eigene Lüfterkurve erstellt, die die Drehzahl anhand der Temperatur anpasst und somit kann man ein durchaus ordentliches Ergebnis erzielen. Mit den Standardlüftern geht der Punkt dennoch eher an die Luftkühlung, verbaut man allerdings leisere Lüfter auf die H100i, sollten Luft und Wasser so ziemlich gleich aufliegen. So, nun zum interessantesten, nämlich der Kühlleistung. Dafür habe ich zum einen die Temperaturen gemessen, während ich einfach eine Weile gespielt habe, darunter jeweils GTA 5, The Witcher 3 und Minecraft, zum anderen aber auch während eines Stresstests mit Prime 95, der 5 Minuten andauerte. Beide Varianten habe ich mit dem Standardtakt des i5 6600K, also 3,5 GHz, aber auch mit einer Übertaktung auf 4,1 GHz durchgeführt. Sowohl die Macho X2 als auch die H100i GTX Lüfter wurden automatisch vom System geregelt, sprich ohne meine eigene Lüfterkurve, da die eher auf einen etwas leiseren Betrieb ausgelegt ist als auf Performance. Die Ergebnisse habe ich euch mal in einem Diagramm zusammengefasst. Was fällt auf? Zwar ist die maximale CPU-Temperatur beim Spielen mit Wasserkühlung nur etwas unterhalb der Luftkühlung, allerdings ist der durchschnittliche Wert deutlich niedriger, sprich, hohe Temperaturen werden nun viel, viel seltener erreicht. Beim Stresstest sind die Temperaturen natürlich dauerhaft ziemlich hoch, die CPU-Auslastung liegt dabei ja aber auch bei ca. 100%. Die Wasserkühlung bringt hier einen Vorteil von ungefähr 6 bis 11 Grad. Insgesamt ist die H100i GTX also immer ein gutes Stück vorne. Den hohen Unterschied bei der alltäglichen Durchschnittstemperatur finde ich sehr gut, da sieht man richtig, dass es etwas bringt, aber auch die Unterschiede bei den maximalen Werten können sich durchaus sehen lassen. Man darf allerdings nicht vergessen, dass die Kompaktwasserkühlung ca. zweieinhalb Mal so teuer ist wie hier in meinem Fall der Macho X2. Generell gibt man für eine ordentliche Luftkühlung zwischen 40 und 70 Euro aus, bei der H100i ist man mit ca. 120 Euro dabei. Geht man nun hin und dreht die Lüfter mal ordentlich auf, sinken die Temperaturen selbstverständlich nochmal ein gutes Stück, allerdings gleicht der Rechner dann eher einer Flugzeugturbine und das ist zumindest meiner Meinung nach einfach viel zu störend, als dass ich es täglich bzw. beim Spielen ertragen könnte. Ein positiver Nebeneffekt ist noch, dass der gesamte Airflow in meinem Gehäuse etwas verbessert wurde, sodass nun auch die Grafikkarte ein paar Grad kühler läuft. Beim Gehäuse handelt es sich übrigens um das Silent Bay 600 von Be Quiet, das ist ziemlich gut gedämmt und dementsprechend auch leise, hat aber dadurch natürlich einen schlechten Einfluss auf die generellen Temperaturen. Mein Fazit fällt auf jeden Fall recht positiv aus: Die Corsair H100i GTX ist unglaublich schick und im CPU-Bereich schön kompakt, sodass man auch ein bisschen was vom Mainboard sieht. Allerdings ist sie mir mit den Standardlüftern schnell zu laut und störend. Wenn ihr euch eine bestellen wollt, empfehle ich definitiv zwei andere Lüfter dazu zu holen. Ein Beispiel habe ich euch in der Beschreibung verlinkt. Die Kühlleistung ist ziemlich gut, wie ich finde, da gibt es nichts zu meckern. Empfehlen kann ich euch die H100i also definitiv, sofern euch der Preis nichts ausmacht. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wofür ihr euch entscheiden würdet: Luftkühlung, Kompaktwasserkühlung oder eine Customwasserkühlung. Damit sind wir dann aber auch am Ende dieses Videos angekommen und ich hoffe wie immer, dass es euch gefallen hat. Über einen Daumen hoch oder einen Kommentar würde ich mich sehr freuen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut, Leute. Ciao.